ich habe jetzt einen Talent Fighter, ist gelandet bei mir. Das ist ein geniales Fahrzeug, Urban Gems. Habe ich als Kind nie gehabt. Das ist ein Traum wahr geworden, wie gesagt. Ich habe ihn zusammengebaut, war super gewesen, aufgeregt, war schon drauf gewesen. Und das Fahrzeug sich erste Mal seit 1980, erste Mal in der Hand, das Ding. Das ist genial, finde ich. Also, Preis ist ja Smith-Toys 40 Euro. Und das ist einfach nur, also wie gesagt, das ist einmal Point Wet, ist dabei. Da unten. Und da passt sogar eine Figur rein. Ja, nicht ganz. Unser Stuhl fehlt ja, glaube ich, noch. Da können wir die Figur hinsetzen und so hiemen. So, kann man den hier kann man umbauen. Kann man jetzt hier die Flügel. Das ist unser Griffbein, da kann man den reinmachen. Und warte, Moment. Und kann man so rumfliegen. Das ist schon schön gemacht. Der Griff unten drin. Von unten kann man reinmachen. Das ist genial, finde ich. Oben kann man die Antenne ändern. Oder Laser oben drauf, weil ich nicht so toll finde. Ich kann jetzt irgendwie besser Antenne, finde ich. Flügel sind unbeweglich. Das Cockpit kann man öffnen. Von innen. Schön. Passt sogar die Figur rein. Passt sogar Riemen rein. Passt nicht zwei Figuren rein, aber. Ja, passen jedenfalls rein. Der hat sein Schild verloren, der Arme. Okay. Und was kann man noch bauen? Kann man hier oben drauf bauen einmal. Oder man kann auch den Laser bei Point Wet statt kann man das auch drauf machen mit der Kanone drauf. Das Geniale daran ist, Moment, stehen bleiben, gut. Das ist Point Wet in zwei Teile. Ah, das ist gut. Das ist stabil, 2000er kaputt gewesen. Das Teil kann man extra machen. Kann man die Kanone auch oben drauf packen. Ja, kann man das so machen. Okay. Oder man kann, Moment, man kann ja so gesehen hier dieses Landebalken, kann man drauf machen und dieses Teil bei Castle Grayskull oben drauf stellen. Eine Erweiterung der Burg, finde ich genial. Ist die Burg ein bisschen größer. Man kann aber auch, habe ich schon getestet, mache nächstes Mal wieder vor Castle Grayskull bald mal zusammenbauen. Es ist ein bisschen wackelig, aber man kann theoretisch, habe ich schon geguckt, das passt sogar, muss nur auf, was ich runterfällt. Man kann das ganze Teil auf die Castle Grayskull draufstellen. Das ist ein bisschen höher dann noch ein bisschen. Würde sogar passen. Also einfach nur genial, finde ich, die Erfindung. Aber was ein bisschen stört, irgendwie hätte ein bisschen höher machen müssen, hätte man niemanden da reinstellen können. So ist das für Orko eher. So ein bisschen kleiner für Orko gemacht. Oder für Twistoid und andere Dinger, die so klein sind. Aber sehr robust gemacht, stabil. Und ich bin dafür, dass die mal irgendwann mal weitere Sachen für Castle Grayskull rausbringen. Erweiterungssets, so eine zweite Wand, die man dran bauen kann und so. Wie damals bei 2000X Castle Grayskull konnte man ja so eine Battlestation dran bauen. Aber Battlestation an sich fand ich ein bisschen doof, weil diese Funktion, dieses Abschießfunktion, sehr wackelig, so kurz einfach das Ding abschießen kann, das auseinanderfällt jedes Mal. Das war ein bisschen sehr wackelig gewesen, aber so. Ein bisschen robust, das ist sehr robust, würde ich sagen. Es wäre super, wenn ihr nochmal so ein Teil so dran bauen könnt, so ein Castle Grayskull, das rausdrücken von Mattel. Das wäre einfach ultra Nonsens, aber machen die, glaube ich, eher nicht. Aber wie gesagt, das ist der Talent Fighter. Wow. Und die Box, genau, habe ich ganz vergessen. Ach ja, die Box lasse ich jetzt ganz. Da schalte ich mal kaputt, die Box meistens immer. So. Die Box. Was haben wir da Schönes? Einfach ein schönes Bild. Eine Sorceress. So. Talent Fighter mit Teamen drin. Unten drunter steht Zodek. Dann Skeletor. Man at Arms läuft weg. Dann ist da noch Merman 2000X. Also Lord of the Power, Beastman, Triclops in Road Ripper. Nicht Road Ripper, wie komme ich darauf vorteilen, aber der komische Triclops in Comics. Oben interessant, da ist Faker und Mini-Comic-Trap-Show, beide Rotton. Also es gibt mehr Rottons, glaube ich. Castle Grayskull, Zolek und He-Man sind drin. Auf der Rückseite hat man He-Man und Tina im Cockpit. An der Seite sieht man noch so ein Krieger auf dem Aerotactyl, unbekannter Krieger. Und an der Seite kämpfen Tila, Evelyn auf Panther und Battlecat. Ein geniales Teil von unten ist es drauf. Und von hinten sehen wir noch Stratos, die sind Comic-Stratos, die haben Comic-Figuren. Das ist der Witz daran, dass die meisten Figuren nur in den Mattel Creations gewesen sind. Noch ein Rotton. Also Rotton ist angezeigt. Das Gegenpart von Dings ist, von Talent Fighter ist ein Rotton. Warum kein Fright Fighter oder so?
Und kann man noch zurück, hier so eine kleine Kanone machen, da Tellen Fighter und die Wave ist das. Ach ja, es sind 6 Figuren, Deluxe, Deluxe, normal, 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 normal. Den wollte ich mir holen, den wollte ich mir auch holen. Den lasse ich weg, den gibt es nicht mehr irgendwie, der ist selten geworden und den mag ich irgendwie nicht so. Das wäre cool gewesen bei dieser Figur, hätten die jetzt irgendwie so einen zweiten Kopf beigepackt, so einen Hort-Trooper-Kopf in schwarz, das wäre cool gewesen. Ich meine, Snake-Kopf hat der Figur finde ich ein bisschen blöd und langweilig. Das war der Tellen-Fighter, einfach nur geniales Teil. Ich glaube, Skeletor ist auch so ein Comic irgendwie, das ist so ein Hort-Zeichen hat er drauf. Das könnte der Skeletor sein aus dem Zweierpack mit Kronis zusammen, Keldon und Kronis. Bis nächste Mal.